Nein, Chief O'Hara, kein gütiger Gott, nur vier platte Vögel. Sagen Sie Warden Crichton, Sie halten sich besser auf Eis. Versteht ihr das, ihr lieben Leutchen von Gotham City? Ich kriege die SS Gotham. Oder ich befördere euer dynamisches Duo hier auf der Stelle in die Ewigkeit. Halt, Joker! Du wirst jetzt befördert. Und zwar in den Bau, wo sie hingehören. Alter Daus, was für ein Zauber ist denn das? Da war genug paralysierendes Gas in dem Korken, um einen Normalsterblichen für Stunden auszuschalten. Nein, kein Zauber. Nur mal ein Trick von uns, die Universal-Gegengift. Mit ihrer Cleverness haben sie sich selbst ausgetrickst, Joker. Nachbildung deines Allzweckgürtels war zu genau. Wir haben den Korken darin analysiert und entdeckten Giftgas. Ich bemerkte zufällig, dass das Siegelwachs um den Hals dieser Flasche Champagner nicht dem Alter entsprechend verblasst war. Komisch bei einem 49er-Jahrgang, oder? Thermo-B-Unterwäsche angezogen habe gegen extreme Kälte. Du meinst, der Freund, du hast gar nicht gefroren. Es muss schon ein Tag sein, an dem es 50 Grad minus ist, bevor Sie Batman besiegen, Mr. Freeze. Helft mir, helft mir! Gib ihm ein zellengroßes Frostfach, dann hält er sich, bis wir ihn richtig auf Eis legen können.
Batman! Endo! Los, los! Die Kanonen! Werft sie weg! Nein, nein! Wartet, wartet! Zurück in das Postfach, Dr. Schimmel! Und nun, Gentlemen, 2-3. Ich würde sagen, ein fairer Kampf. Das ist schrecklich! So lange. Ich habe Sie vor über einer Stunde verständigt, Chief O'Hara. Wir haben irgendwie eine falsche Abfahrt erwischt.